Ein herzliches Willkommen, meine hochverehrten Damen und Herren, hier zu einer neuen Ausgabe der literarischen Auslese. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Stück Literatur, das zu den großen poetischen Meisterwerken unserer Zeit gehört. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass dieser Text einer der mir liebsten ist. Und nicht nur mich, sondern auch Feuilletonisten, Literaten und Kulturschaffende auf der ganzen Welt bewegt, inspiriert und begeistert hat. Wir werden heute gemeinsam einen sehr traditionellen, spirituellen Text lesen, der mit seinen Bezügen zum buddhistischen Urgedanken des Nirvana eine ganze Generation geprägt hat. Nicht zuletzt auch unseren Religionswissenschaftler Dr. Plohr, der diesen fremdartigen Text extra für uns ins Deutsche übertragen hat. Ja, liebe Freunde der Suche nach dem Sinn des Lebens, wir werden heute gemeinsam das religiöse Gedicht »Es riecht nach Adoleszenz« von Kurt Cobain lesen, im Original bekannt unter dem schwermütigen Titel »Smells like Teen Spirit«. Hierbei wünsche ich viel Vergnügen. Belade dich mit Waffen und bring deine Freunde mit. Es macht Spaß zu verlieren und zu behaupten, als ob. Sie ist sehr gelangweilt und selbstbewusst. Oh nein, ich kenne ein schmutziges Wort. Hallo? Hallo? Hallo, wie tief. Hallo, 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 wie tief. Hallo, 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 wie tief. Hallo, hallo, hallo. Da sind wir nun. Unterhalte uns. Ich fühle mich dumm. Und ansteckend? Hier sind wir nun. Unterhalte uns. Ein Mulatte, ein Albino, ein Moskito, meine Libido. Ja, hey, ja. Ich bin schlechter in dem, was ich am besten tue. Und für dieses Geschenk fühle ich mich gesegnet. Unsere kleine Gruppe war immer und wird immer bis zum Ende. Hallo, 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 wie tief. Hallo, 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 wie tief. Hallo, 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 wie tief. Hallo, hallo, hallo. Mit den Lichtern aus ist es weniger gefährlich. Da sind wir nun, unterhalte uns. Ich fühle mich dumm und ansteckend. Hier sind wir nun, unterhalte uns. Ein Mulatte, ein Albino, ein Moskito, meine Libido. Ja, hey, ja. Und ich vergesse gerade, warum ich schmecke. Oh ja, ich denke, es lässt mich lächeln. Ich fand es schwer. Es ist schwer zu finden. Ach, Jemine, was auch immer. Egal. Hallo, hallo, hallo. Wie tief. Hallo, 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 wie tief. Hallo, hallo, hallo. Wie tief. Hallo, hallo, hallo. Mit den Lichtern aus ist es weniger gefährlich. Da sind wir nun, unterhalte uns. Ich fühle mich dumm und ansteckend. Hier sind wir nun, unterhalte uns.
ein Mulatte, ein Albino, ein Moskito, meine Libido, ja, hey, ja, eine Ablehnung, 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 eine Ablehnung. Ja, liebe Freunde, das war sie wieder, die literarische Auslese dieser Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder, diesmal mit dem mantrischen Sektengesang Hartz-IV-Antrag. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und bleiben Sie mir wohlgewogen. Hallo, wir sind Gone Astray Films. Florian und Johannes. Wenn euch der Film gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Like oder abonniert unseren Kanal, um keine weitere Folge von der literarischen Auslese zu verpassen. Oder schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr was wisst, was wir schon immer mal lesen sollten. Genau, wir werden uns auf jeden Fall jeden Comment durchlesen und wir lassen uns total gerne inspirieren. Versprochen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Okay, der war scheiße. Nochmal.